Wir gucken uns jetzt ein Video von Tomatelix an. Und zwar, ich habe 7 Tage auf dem größten Containerschiff gelebt. Okay. Wir gehen rein. Das ist ja, so Bock. Verrückt, was der so für verschiedene Dinge macht einfach. Sein Leben ist halt auch einfach immer interessant, weil er verschiedene Sachen einfach mal ausprobiert. Das ist geil. Größte Containerschiff, das ist ja verrückt. Na dann, rein! ...400 Meter lang, 61 Meter breit, über 23.600 Containerkapazität. Aha. Das ist die Hanoi Express, eins der größten und modernsten Containerschiffe der Welt. Ein Großteil von dem, was wir kaufen, war irgendwann mal auf einem Containerschiff. Rund 90% des weltweiten Handels läuft nämlich über den Seeweg. Und trotzdem wissen die wenigsten, was eigentlich genau auf einem Containerschiff passiert. Was ist das für Seile? Wir bekommen immer nur mit, wenn mal irgendetwas schief geht, zum Beispiel, weil ein Containerschiff von Piraten angegriffen wurde oder irgendwo feststeckt. Ich möchte mehr über den Alltag auf einem Containerschiff erfahren. Da geht's direkt los. Ich habe letztens was gesehen. Ich weiß nicht mehr was, aber ich habe es gesehen. Ja? Da haben die sich gegen Piraten verteidigt. Mhm. Das ist ja geisteskrank, was sie da machen. Ja, mit Wasserwerfern schießen und so, ne? Das auch. Das kenne ich schon. Ja. Und die haben aber, die haben so eine Piekser ringsherum um das Schiff, mhm, dass sie gar nicht anlanden können. Und dann haben sie zusätzlich noch, wenn der Alarm ausgelöst wird, machen sie Maschendraht, ziehen sie dann lang, damit mhm, die nicht die Treppen hochkommen. Krass. Ja, smart. Ich habe letztens... ist eigentlich gar nicht lustig, nee, ist weil die machen das ja so aus Armutsgründen und so weiter. Ne? Ja. Die sind ja auch einfach Gesackbeutel, die ganzen Leute. Ja. Aber da haben die, wie auch immer das passiert, mhm, haben Piraten quasi so eine Fregatte mit einem Containerschiff verwechselt. So eine spanische Fregatte war das, glaube ich. Und die haben dann quasi ein Kriegsschiff der spanischen Marine angegriffen. Was? Was? Ja, weil die es einfach nicht gepeilt haben, keine Ahnung. Okay. Und das Kriegsschiff hat dann halt natürlich entsprechend geantwortet. Die wurden, glaube ich, richtig zerrupft. Also jetzt nicht so direkt drauf geschossen, ja, ja, aber wenn die mit den Kanonen vor die Boote schießen, kennt dann die ja, ja schon. Ja. Also richtig lol, krank. Aber da musst du halt auch entweder wirklich ein bisschen verpeilt in der Birne sein, wenn du das machst. Aber ist auch so verrückt, ne? Also auf offener See bist du halt, du bist halt alleine dann so. Ja, genau. Also deswegen klappt das ja auch nur mit der Piraterie genau, da wahrscheinlich. Ja, aber deshalb haben ja auch viele Frachtschiffe und so weiter mittlerweile ja auch so ja, PMCs dann ja, halt drauf, die da halt aber gegenarbeiten. Es ist verrückt. Ja. Und deswegen werde ich die nächsten 7 Tage lang auf einem der größten Containerschiffe der Welt mitfahren. Ich bin sehr gespannt, wie das wird und hoffe, dass ich nicht seekrank werde. Sorry, Thema seekrank, da habe ich auch noch einen. Was es manchmal für so Videos gibt, wo so riesige Containerschiffe in so Stürme kommen. Wo die dann so über so Wellen fahren, die gefühlt so hochhausgroß sind. Und dann so hoch und ja, dann ja, so ja, runter. Schall. Das habe ich auch schon gesehen, ja. Ich würde so sterben, Alter. Geil, oder? Ja, Gerrit, dann flieg doch lieber. Ja, ist auch schlimm. Ich bin so ein guter alter Freund des Erdbodens. Den bin ich ein großer Fan von. Mag ich. PKW fahren. Ja? Schön PKW fahren. Schön. Das ist echt unfassbar krass. Dieses Schiff ist riesig. Also wenn ich hier hochgucke... Das ist so groß wie so ein Hochhaus oder so. Alter. Lass uns mal hochgehen. Also auf jeden Fall eine wackelige Angelegenheit, hier hochzukommen. Guten Tag. Sie müssen der Kapitän sein? Ja, willkommen an Bord. Jetzt haben wir ja gerade Abend. Wann werden wir abfahren? Na, ein paar Stunden Ladung ist Arbeiten haben wir noch. Abfahrt wird dann wahrscheinlich so rund um 7 Uhr, 7.30 Uhr werden wir dann hier abfahren aus Southampton. Ja, ich bin sehr gespannt. Und ich bin auch jetzt sehr gespannt, das ganze Schiff erstmal ein bisschen kennenzulernen. Ja, wollen wir los? Sehr gerne. Wie groß dieses Schiff ist und wie viel Verantwortung dieser eine Mensch hat. Ja. Alter. Das ist schon crazy, ne? Und jetzt fahren wir Fahrstuhl oder was ist das? Genau. Das, ohne Fahrstuhl kommt man nicht mehr hin bei so großen Schiffen. Und wir warten jetzt darauf, dass Fahrstuhl wieder runterkommt. Und dann bringe ich dich dann hoch zur Kabine und zeige dir deine Kammer. Wie viele Menschen arbeiten hier auf dem Schiff? Die Standardbesatzung im Moment sind 27 Crewmen, 27 Personen. Aber 27 klingt jetzt auch gar nicht so What? Viel. Nee, es ist nicht wirklich viel, aber ist immer für den normalen Schiffsbetrieb sind 27 schon voll in Ordnung. So, dann haben wir einmal den Fahrstuhl. 27 Leute nur? C-Deck. Hier sieht man, wer wo wohnt. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den Trainee-Kammern. Die sind auf dem C-Deck. Und hier ist dann dein Reich für die nächsten Tage. Das ist ja größer als so manches Hotelzimmer auf jeden Fall. Ja, man darf nicht vergessen, dass die Besatzung hier natürlich auch Monate verbringt. Wir sind 24/7, 365 Tage im Jahr
ist das Schiff in Fahrt. Egal ob Weihnachten, Sonntag, hier wird gearbeitet. Deshalb muss hier natürlich auch ein bisschen gemütlich sein. Was sind jetzt deine Aufgaben heute noch, bevor es dann richtig losgeht? Ich muss jetzt noch einmal auf die Brücke, um nach der Route zu gucken, nach Algeciras. Und wenn du willst, kannst du mitkommen, dann kommen wir jetzt mal hoch. Da geht's lang, bitte. Crazy, das sieht schon krass aus. Hier sind wir jetzt auf der Brücke von der Hanoi. Echt richtiges Kontrollzentrum. Ganz so viele Bildschirme, Knöpfe, ganz viele Knöpfe. Das da ist das Lenkrad, also damit steuert man oder wie läuft das Ganze? Genau, hier steht der Rudergänger. Sag mal, auf hoher See fahren wir in der Regel mit dem Autopilot. Der Offizier überwacht den Autopilot. Hier steht dann tatsächlich niemand, der das Schiff steuert in dem Fall. Aber sobald wir halt einen Lotsen an Bord kommen oder sobald es enger wird, sobald die Verkehrslage es erfordert, haben wir immer einen Mann Standby, der dann sofort ans Ruder gehen kann und übernehmen kann. Und dann kann man mit diesem kleinen sportlichen Lenkrad tatsächlich das riesige Ruder hinten bewegen. Ist das krass. Ah, Alter, crazy. Soweit man sieht, ist alles voll mit Containern. Alter, wie viele Container es sind. Das geht hier noch richtig tief runter. Ich frage mich auch wirklich, was der vier alles auf diesem Schiff ist. Ne? Also hier kann ja wirklich. Was hat die gesagt? 23.000 Container? Ich glaube ja. Ja. Alter. Containern sein. Ich bin so gespannt, wie jetzt die nächsten Tage werden. Das ist auf jeden Fall krass, hier auf so einem riesengroßen Schiff zu sein. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt vollgeladen oder passt da noch mehr drauf? Nee, wir sind noch nicht vollgeladen. Also ich sag mal so. Drei Viertel etwa sind wir. Okay. Dann lass uns jetzt runtergehen. Dann das Verladesystem muss ja dann auch übelst koordiniert sein, weil die stehen ja ewig weit übereinander, die Container. Yeah. Ich habe auch schon mal gesehen, wie die auf offenem Meer dann quasi einfach runterploppen. Ja. Ja, aber ich meine auch, also die ganze Organisation dahinter. Hä? Das verstehe ich schon wieder nicht. Nur damit deine Pokémon-Karten rechtzeitig ankommen. Ist mir auch wichtig. Ja. Glurak, First Edition. Ja, Mint Condition. Auch das. Wir uns dann treffen im Alarmfall und damit wir dann startklar sind für die Abfahrt. Was kann alles so auf einem Containerschiff passieren? Also was sind hier so die Gefahren? Wir können eine Kollision haben mit einem anderen Schiff. Wir können ein Grounding haben. Das heißt, wir können bei zu wenig Wasser unter dem Kiel irgendwo drauf fahren. Wir haben so viele Container an Bord. Es kann natürlich sein, dass sich was selbst entzündet oder ein elektrischer Defekt, der dann irgendwas in Brand steckt. Sowas kann alles passieren. Um darauf vorbereitet zu sein, muss ich dich vor Abfahrt darüber informieren, dass du genau Bescheid weißt, was du im Notfall zu tun hast. Dann benutzen wir die, um uns zu retten. Ja, das waren jetzt auf jeden Fall schon mal viele Eindrücke so direkt für den Anfang. Jetzt gehe ich ins Bett, weil es ist schon relativ spät und morgen legt das Schiff ja relativ früh ab. Aber davor zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie ich dann jetzt hier die nächsten Tage wohnen werde. Ist wirklich wie so ein kleines Hotelzimmer hier. Also ich glaube, hier lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Ich bin wirklich ganz schön fertig. Auch also nicht die modernste Einrichtung, aber auf jeden Fall ausreichend. Ja, safe. Ich finde auch geil, wie das immer noch, also das dieses, ich weiß gar nicht, was das für ein Furnierholz ist, was sie da benutzen, aber dieses leicht rötlich. Ja, es gab es damals schon, ne? Es ist verrückt. Immer, in jedem Billo-Hotel oder sowas ist immer dieses Furnierholz drin. Heute war ein bisschen stressig, denn unser Gepäck ist nicht angekommen. Es geht schon mal gut los. Anscheinend sind unsere Koffer nicht angekommen. Das Problem ist halt, dass das Schiff heute Abend ablegt und der nächste Flug ist halt erst morgen. Das heißt, unsere Koffer werden nie im Leben hier in England ankommen. In den Koffern ist halt sowohl Kameraequipment als auch komplette Klamotten, alles, was wir brauchen. Morgen. Ich wurde gerade komplett eingekleidet und so kann es jetzt rausgehen, weil das Schiff ist gleich ab. Das heißt, die Leinen werden gelöst und wir fahren los. Ich bin sehr gespannt, wie das genau abläuft. Dominik, moin. Das Schiff geht gleich ab. Wir gehen jetzt auf die Manöverstation, schauen uns das mal an, wie das da so läuft. Man sieht hier schon so ein bisschen den Sonnenaufgang. Sieht ganz nice aus eigentlich. Mhm. Boah, ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Angst. Also hier an der Seite geht es direkt runter. Ab hier vorne dann tatsächlich wirklich aufpassen, weil da sind dann die Mooring Lines gespannt. Das ist dann. Ja! Guck dir mal die Kette an! Ich find's so geil, Alter. Also die Tatsache, dass es überhaupt Anker gibt, die so ein dickes Schiff ankern können, ist schon krank. Aber so ein Kettenglied, Alter. Das sieht ja so cool aus. Was wird so ein Kettenglied wiegen? Ja. Einfach 300 Kilo? Das muss ja krank schwer sein. Ehrlich, weil wenn die mal irgendwie reißen sollte unter Belastung, dann stehen wir hier alle nicht mehr. Wir können einmal da hochgehen zum Windenfahrer. Jetzt machen wir gleich vorne den Schlepper fest. Schlepper ist ein anderes Boot quasi. Genau, bei der Schiffsgröße brauchst du die einfach zum An- und Ablegen. Okay, die Leinen sind losgelöst, das heißt, das Schiff ist jetzt abfahrbereit.
vorne stehen eben. Das verstehe ich. Also ja. Das eine Schlepperboot, das ist gerade gemacht? Ja, also ich glaube, sobald da halt so ein bisschen Bewegung, das wollte ich auch gerade sagen, ich verstehe es nicht, aber ich verstehe es so ein bisschen. Sobald was auf dem Wasser so ein bisschen in Bewegung ist, ja, ja, dann kann selbst so ein kleines Ding das wahrscheinlich ziehen. Kapitän und Lotse, die eben jetzt das Auslaufen mit überwachen. Was halt wirklich für uns der große Vorteil ist, dass wir den Lotsen dabei haben. Der kennt sein Revier her, der kann sagen, okay, wir fahren am besten jetzt da oder da lang. Das ist schon so üblich, dass man bei jedem Hafen immer einen Lotsen hat, der einen reinfährt und wieder rausfährt. Also ohne Scheiß, das hat schon was, so das aus. Wie, das ist ja, sorry, dass ich hier so auf den Stopp drücke, aber das ist ja auch so krank, dass du ja, wenn du auf Gewässern unterwegs bist, halt nicht nur auf Sicht fahren musst, sondern auch darauf achten musst, was unten ist über diese ganzen nautischen Karten und so. Das ist ja crazy. Also, boah. Das ist ein Vibe. Ich liebe jetzt die nächsten 5 Tage einfach auf diesem Schiff. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass meine Reise auf der Hanoi Express noch wesentlich länger dauern würde. Cheers, Captain. Thank you. Die Lotsen gehen jetzt von Bord, das heißt, sie müssen vom fahrenden Schiff auf ein anderes Boot umsteigen. Das sieht echt gar nicht mal so ungefährlich aus. Ah ja. Digga, und ich scheiß mal ein, wenn ich vom Steg auf so ein kleines Ruderboot draufgehe. Ja, hier like a boss, ey. Ist ja krass. Jetzt haben wir ja abgelegt. Jetzt interessiert mich vor allem, wie das Schiff eigentlich genau aufgebaut ist. Also was gibt's hier alles so zu entdecken? Was gibt's für Räumlichkeiten? Kannst du mich mal so ein bisschen rumführen? Klar, kann ich auf jeden Fall machen. Tatsächlich bin ich gerade dabei, meine Wäsche zu waschen. Okay. Da kann ich einfach mal so ein bisschen so im normalen Anbordalltag einfach mal zeigen, wie das hier bei uns einfach an Bord so funktioniert. Wir haben an Bord natürlich Wäscheräume, wo wir dann eben Sachen waschen, trocknen und wie auch immer machen können. Ein bisschen bügeln können. Man hat irgendwie so vielleicht für 1-2 Wochen oder so gepackt, was halt in den Koffer passt. Aber 3 Monate oder 4 Monate kommt man ja damit nicht hin. Zack. Genau. Dann gehen wir runter aufs B-Deck. Da würde mich auch mal interessieren, ob die dann da, ob das so gemeinerweise so Bezahlwaschmaschinen sind. Hoff ich doch. 1 Euro für ein Wasch. Schön die Crew noch ausnehmen so. Nee, wahrscheinlich nicht. Da kann ich dir gerne mal so, ja, so mit das Zentrum so vom Leben an Bord zeigen. Das ist hier so der Crew-Messroom, also die Kantine im weitesten Sinne für die Crew. Und hier wird dann eben gegessen, zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das Essen. Sieht auch alles aus wie so ein bisschen in die Jahre gekommenes Hotel, ne? Ja. Also. Aber Nutella, Maggi und Heinz Ketchup ist am Start. Ja, muss. Hier, das wird dann von einem Koch zubereitet. Genau, das wird vom Koch zubereitet, der wird unterstützt vom Steward. Das heißt, es gibt jeden Tag frisch. Das heißt doch auf dem Schiff nicht Koch, das heißt Smutsche. Das wissen wir sogar. Frisches Essen. Frisches Essen, genau. Und von der Crewmesse quasi können wir dann einmal durchgehen zur Offiziersmesse. Also es gibt eine sehr klare Hierarchie an Bord, muss es auch durchaus geben. Hier die Offiziersmesse, wo dann eben die Offiziere, Ingenieure eben halt die Dienstgrade dann entsprechend speisen. Okay, also das hier ist so der gehobenere Bereich. Und es gibt eine Bar. Genau, okay. Kann man sich dann hier. Die Leute schreiben gerade, das Schiff ist erst 6 Monate alt. Dafür finde ich es aber schon wieder sehr altbacken, aber wer weiß, wie lang es im Bau war und ja, wann es designt wurde, ne? Ja. Keine Ahnung. Ist ja auch kein Hotelschiff, ne? Ist ja hier richtig ein Arbeitsschiff. Genau. Aber krass, dass da auch in so einem Kontext immer noch so diese Hierarchie durchgezogen wird. Sodass die Crew, die Mannschaft, eine eigene Kantine hat und dass die Offiziersdienst gerade da ihr extra Würstchen wieder kriegen. Ich will da nicht einen Schnitzel mit dem Pöbel essen. Man will sein Kobe-Rindfleisch aber auch mit seinesgleichen genießen. Heute mit Kaber, sonst kracht's. Jetzt mal entspannt hinsetzen, irgendwie zusammen nochmal eine Cola trinken oder so. Und hier dann auch nochmal so ein Sitzbereich mit Fernseher und so. Wo man sich dann abends mal entspannt hinsetzen kann. Kommen wir so zu den Aufenthaltsräumen, sag ich mal, wo man dann abends gerne mal ein bisschen Zeit verbringt. Hier haben wir so der Partyraum in Anführungsstrichen mit ein bisschen Tischkicker. Dart, Karaoke wird viel gesungen, Musik gespielt. Krass! Karaoke? Ja. Das machen tatsächlich die philippinischen Kollegen sehr, sehr gerne. Also ihr habt hier viele philippinische Mitarbeiter. Die ganzen normalen Deck-Ratings oder Engine-Ratings, also die normalen Matrosen, ich sag mal übersetzt gesagt, kommen bei uns von den Philippinen, genau. Und wenn man es eben halt ein bisschen ruhiger mag, wenn eben vielleicht nicht nach Musik, Karaoke oder so gerade ist, haben wir eben hier noch so einen zweiten Raum, wo es dann einfach heißt, chillen und ein bisschen irgendwie einen Film gucken oder so. Für die sportliche Betätigung haben wir hier eben unseren Swimmingpool. Boah, ist bestimmt so eine Gegenschwimmanlage. Leute, die haben einen Pool da drin, ja? Ja. Das ist ja lustig. Eben mit alle Touren im Grunde, die über den Äquator gehen, wo es dann wirklich heiß wird,
Da wird er dann regelmäßig schon benutzt. Meine Badehose ist eh nicht mit angekommen. Ja, das ist wohl wahr. Ein bisschen schwierig. Für alle, die vielleicht ihre Badehose vergessen haben, haben wir hier eben dann nochmal einen Sportraum, wo man sich eben dann betätigen kann. Rudergerät, Stepper, ist ja echt alles am Start. Und man hat halt nicht so die Möglichkeit, okay, ich gehe jetzt nochmal irgendwo abends irgendwie großartig was essen oder ich treffe mich jetzt mit Freunden oder so oder ja, keine Ahnung, ich mache so einen Spieleabend. Das funktioniert ja halt alles nur sehr begrenzt. Und dann versucht man halt wirklich möglichst so das relativ normale Leben hier irgendwie zu ermöglichen. Gehört dann ja für den einen oder anderen eben auch mal eben eine Sportsession dazu. Was mir auffällt bei den ganzen Sachen ist, ja, dass sie nicht irgendwie, ich sag mal, verankert sind. Also so diese ganzen Geräte und so weiter. Ja. Kann das dann nicht übelst durcheinander fliegen, wenn da mal Alarm ist? Und viel, also ich habe ja auch keine Ahnung, wie viel bewegt sich so ein Schiff in so einem krassen Sturm dann wirklich? Ja, ich glaub, oder sind die nur, relativ nur, wenn wirklich laufruhig? Die Hacke am Dampfen ist so richtig doll, das passiert ja fast nie. Mal dann, ja, dann ja, ist das so, ne? Und wahrscheinlich umfahren die dann auch Stürme, soweit sie können, gehe ich mal von aus. Ja. Da würde mich aber mal interessieren, wie das da so ist. Auch mal droppen jetzt das Wissen, bitte. Hospital, ein Behandlungsbett und ein Krankenbett. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Deshalb sind wir entsprechend ausgerüstet. Das heißt, es gibt feste Vorschriften, was wir genau da haben müssen. Medizinisches Equipment, wir haben Medikamente dabei für den Fall der Fälle. Ah, guck mal, hier schreiben es schon, Leute. Die Containerschiffe haben Stabilisatoren wie auch Flugzeugträger. Die bewegen sich maximal ein paar Grad. Krass. Selbst wenn da so richtig, richtig doll heftiger Sturm ist, ja? Das heißt, wenn wir jemanden haben, der normal krank ist, wie man zu Hause auch krank ist, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, das kriegen wir alles hin. Und wenn es dann schwieriger wird, haben wir hier Satellitentelefon. Es gibt ein Krankenhaus in Cuxhaven, da kann man 24/7 anrufen. Extra für uns. Alle deutschen Schiffe können sich da Rat und Tat von einem Arzt holen, können dann Daten hin und her schicken, Bilder und Patientendaten. Und dann kriegen wir dann gesagt, was wir wie wo machen müssen. Wenn jemand wirklich ernsthaft krank wird auf hoher See, geht es dann halt so schnell wie möglich zum nächsten Hafen. Aber manchmal kann das wirklich mal eine Woche weg sein. Ne? Das heißt, wenn man mitten auf dem Pazifik ist, dauert es eine Woche, bis man irgendwo hinkommt, wo hier einem geholfen werden kann. Das Licht sieht ja schon so ein bisschen aus, wie man das so aus einem Operationssaal kennt. Ja, aber da war jetzt auch mal interessant, ist da irgendwie ein Arzt dabei oder zumindest irgendwie eine Krankenschwester oder sowas, Krankenpfleger, der zumindest ein bisschen Wissen hat? Das hat er jetzt ja gar nicht gesagt, ne? Ansonsten dürfen die die Medikamente nicht geben. Bei uns in der Schule war das halt so. Ja. Ja, wahrscheinlich dann so auf Selbstdosierung, wenn er sagt so, wir rufen dann diese... Ja. Ärzte dann Cuxhaven an, dass die dann sagen, okay, Patient XY muss jetzt das und das nehmen. Ja. Gut, oder so, ja. Heißt, hier könntest du dann theoretisch kleine Operationen durchführen? Was heißt kleine Operationen? Wir versuchen alles in der Richtung zu vermeiden und einen Arzt heranzubekommen. Wenn manche Sachen nötig sind, können wir das machen. Wir haben Skalpell und alles da für solche Fälle, dass man den Kollegen halt so gut wie möglich behandeln kann im Rahmen dessen, was wir so können hier. Wir sind ja unsere eigene kleine Stadt. Wir müssen uns um uns selbst kümmern, wenn wir auf hoher See sind. Luftröhrenschnitt! Und ja, das kriegen wir auch ganz gut hin, in der Regel. Jo, hier sind wir dann in unserer Feuerstation, in Anführungsstrichen. Okay. Wir sind eben auf uns gestellt und müssen auch eben auch Brände im Zweifelsfall selbst bekämpfen. Crazy. Bin immer mehr begeistert davon, was es hier alles... Wahre Multitalente da an Bord, Alter. Die sind alles. Ja, wirklich? Hä? Ist ja krass, ey. Gibt auf dem Schiff. Zum Thema Proviant oder Verpflegung kann ich dir einmal unseren Vorrat unseren Trockenproviant zeigen. Hier sind wir dann im Bereich der gekühlten Waren, also Fleisch, Fisch und Gemüse. Ja, wir sind 2-3 Monate unterwegs. Ich meine, klar, man kann natürlich zwischendurch nochmal einkaufen, wenn sich das irgendwo anbietet, aber die Sachen müssen halt erstmal halten. Das heißt, für wie viele Tage gibt es Proviant hier auf dem Schiff? Gut überleben können wir auch jetzt sicherlich schon die ganze Reise. Für 1,5-2 Monate auf jeden Fall. Es ist wirklich krass, wie viele unterschiedliche Räume es gibt. Ich habe schon ein bisschen den Überblick verloren. Es ist halt wirklich wie so eine komplette Stadt auf dem Wasser. Guten Morgen. Morgen. Na, wie läuft's bisher? Wie ist die Fahrt? Sehr gut. Und was steht jetzt heute an? Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal eine Runde an Deck. Das heißt, ich zeige dir einmal das Schiff von vorne bis Achtern, von Backbord bis Steuerbord. Kommt einem direkt der Wind entgegen. Ich gehe täglich eine Runde. Es ist Teil des Jobs, zu gucken, dass alles läuft, zu überprüfen, dass auch alle das tun, was sie tun sollen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mal auf den Vormast zu klettern. Ein ziemlich hoher Turm hier vorne. Das Ding ist, dass ich ja so ein bisschen Höhenangst habe. Und gucken, wie das wird. So, genau, hier drin. Der wird jetzt einfach mit so Kran hochgezogen. Alles klar, dann zieh ich meins mal auch an.
ganz ehrlich, ich habe ja schon ein bisschen Respekt. Das ist echt verdammt hoch. Worauf habe ich mich hier wieder eingelassen? Dann geht es jetzt los hier. Okay. Alter, das ist fucking hoch. Ich hab's geschafft, aber es ist schon ganz schön hoch hier, muss man sagen. Wofür gibt es diesen Vormast überhaupt? Also der Vormast ist natürlich für unsere Navigationsbeleuchtung wichtig. Wir haben natürlich auch jede Menge Scheinwerfer hier, die unsere Manöverstation beleuchten. Wir haben hier vorne auch eine Kamera, da ist... Da steht doch der Typ immer drauf, der dann Piraten schreit, oder nicht? Bei Astro ins Obelix, ja. Ja, ist tatsächlich so. Typhon, die Hupe und halt jede Menge Kabel. Und regelmäßig muss der Elektriker oder ein Offizier hier hoch, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Das Schiff ist ja noch kein halbes Jahr alt. Das heißt, wir gucken jetzt verschärft auch auf Sachen, die einfach von der Werft vergessen worden sind zum Beispiel. Oder wo irgendwas kaputt ist, was wir noch in der Garantie wieder beschaffen könnten. Das müssen wir alles in Ruhe kontrollieren dann regelmäßig. Was ist so das Besondere an der Hanoi Express? Einmal ist sie natürlich sehr groß. Mit 400 Metern gehört sie zur größten Containerschiffsklasse, die auf den Weltmeeren rumfährt. Die Hanoi Express kann auch mit LNG fahren. Das heißt, wir haben Flüssiggas dabei. Halt sauberer verbrennt. Weil sonst wird da schon eine Menge Öl verbraucht wahrscheinlich, ne? Genau. Das ist halt auch der Grund. So ein Ding fährt doch normalerweise auf Schweröl. Yeah. Oh, oh. Und wenn man mit einem kleinen Schiff nach Asien fährt, verbraucht man natürlich weniger Öl. Ja. Aber hat halt dann nur 100, 200.000 Container mit. Wir verbrauchen natürlich mehr Öl. Aber runtergebrochen auf den einzelnen Container ist es sehr, sehr viel weniger. Die Seeschifffahrt ist der effizienteste Weg, um Ladung über weite Strecken zu transportieren. Und je größer das Schiff, desto effizienter ist es dann halt für den einzelnen Container. Was denn wie riesig das ist. Jetzt ist wirklich völlig krank. Einmal skizzieren. Also an Deck und unter Deck. Wisst ihr genau, was ihr hier transportiert? Also was in den ganzen Containern drin ist? Teils. Also wenn man ich sag mal so, Hardak hat eine Ananas, ne? Oh Gott, oh Gott. Zelleladung hat, wir haben Kühlcontainer, da weiß ich, was drin ist. Also zum Beispiel haben wir jetzt in England sehr viel gekühlte Medizin mitgenommen, Pastry, Baking Goods aus Vietnam zum Beispiel. Wir haben sehr viel Fisch exportiert, Fisch und Garnelen. Und da weiß man halt in den Ladungsmanifesten, was da drin ist. Bei den Gefahrgütern dasselbe, da muss man sogar wissen, was drin ist. Und damit man halt, je nachdem, wenn man jetzt einen Brand hat, dass man halt weiß, was muss ich damit machen. Wie kann ich das halt stoppen? Darf ich das überhaupt anfassen? Darf ich da hin, wenn das jetzt irgendwelche Chemikalien sind? Bei den normalen Containern mal so, mal so. Manchmal hat man die Info, manchmal nicht. Also man kann sich das halt nur denken. Weißt du, was gerade so das teuerste oder besonderste ist, was ihr hier heute transportiert? Einmal eine Motorjacht und was anderes, was wir haben, ist eine Dampfturbine für einen Nuklearreaktor. Aber dann sind das ja schon auch krasse Werte, die ihr hier transportiert. Das sind dann mehrere Milliarden Euro, die man hier durch die Gegend fährt. Das ist schon eine massive Verantwortung. Hier geht's in den Laderaum. Habe ich schon mal mitgebracht, einen Gasdetektor. Falls da irgendwas ausgelaufen ist oder da irgendwie eine gefährliche Atmosphäre sein sollte, dass wir dann direkt wieder rausgehen. Kannst du einmal eben hochziehen. Okay. Okay, crazy. Also da geht's jetzt nochmal tiefer rein in den Laderaum. Hier sehen wir jetzt eins der, was die Transportkosten angeht, auf jeden Fall eines der teuersten Güter, die wir hier an Bord haben. Das ist eine Motorjacht, die wir jetzt in Southampton geladen haben. Kann man sich vorstellen, wie teuer das ist, wenn ein Container halt schon so nichts kostet. Und jetzt verbrät er quasi die Stellplätze für 8x3 Container. Von daher ist das dann, glaube ich, eine relativ teure Angelegenheit. Aber ich glaube, wenn man so eine Yacht hat, dann ist das auch egal. Aber was dann meine Aufgabe ist, auch regelmäßig während der Reise halt zu gucken, ob hier noch alles so ist, wie es sein soll. Dass da jetzt nichts abgefallen ist, nichts verrutscht. Also das Ding ist echt riesig. Also hier stehen 3 Container aufeinander von der Höhe her und 8 Container in die Breite. Muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, das kriegt man hier über die Kamera gar nicht eingefangen, wie riesig das ist. Und wenn ich hier so runterschaue, dann geht es ja auch noch richtig tief weiter, ne? Genau. Das sind halt nochmal 9 Decks. Die jetzt da runtergehen, also 9. Nach unten, Gerrit. Ja. Nach unten. Ich dachte eben, wir wären ganz unten, als wir so... Nee, da, da musst du noch ein paar Treppen laufen, bis du ganz unten angekommen bist. Das heißt, so viel, wie man oben auf dem Containerschiff sieht, so viel ist auch noch mal im Containerschiff drin. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Weißt du eigentlich, wie teuer das ist? Das ist ja krank. Na gut, irgendwo müssen die über 20.000 Container ja hin, ne? Ja, aber... Lol, Alter? Mich würde mal interessieren, was so ein so ein Containerstellplatz kostet auf so einem Teil. Bestimmt auch fünfstellig, wenn es mal reicht. Der wird alle auf die Waren draufgeschlagen.
Ja. Deswegen kostet der in Glurak First Edition halt so viel. Alter, crazy. Alter, ey. Ach, sagt er jetzt, okay. So zu verschiffen. Im niedrigen Tausenderbereich. Also, dass man hier Container in diesem großen Stil durch die Gegend fährt, das ist eigentlich der Grund dafür, dass wir so viel Globalisierung überhaupt haben können. Weil der Preis, etwas mit einem Containerschiff zu verschiffen, ist so niedrig, da lohnt sich halt sogar, wenn man den Container voller Plastikspielzeug halt hierher fährt, nach Europa. Sonst müsste man halt eigentlich Ladung haben, die es auch wert ist. Aber muss man jetzt im Zweifelsfall gar nicht. Kann es sein, dass... Also niedriger, das ist ja krass. Also 200, 300 Euro. Nee, niedriger Tausenderbereich hat er doch gesagt. Achso, niedriger Tausenderbereich, okay. Ja, aber trotzdem. Also 800 Euro. Ich hab's überleg verstanden. Mal. Aber wenn du das halt hochrechnest auf 20.000 Container, kommt trotzdem ein bisschen was zusammen. Gut, aber... Das wird sich schon rechnen. Das Schiff wird ja auch... Das werden die ja noch 30 Jahre danach abbezahlen. Ja, ja klar, aber das wird sich trotzdem rechnen. Sonst würden sie es ja nicht machen, ne? Würden sie es nicht machen, natürlich. Ich meine, allein... Ach, na, das ist krass. Vielleicht sagt einer... Und unter Wasser hängen am Schiff auch nochmal 100 Container. Ja, das wäre witzig. Also die transportieren noch 12 U-Boote. An Bord habt und das gar nicht wisst? Nee, auf diesem Dienst eigentlich nicht. Also Europa Fernost ist da jetzt nicht so prädestiniert für. Wo man das haben kann, ist auf den Valparaiso Express-Klassenschiffen. Die fahren nach Südamerika. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man da keine Schmuggler an Bord hat. Und es ist halt auch gefährlich, wenn man halt diese Leute an Bord hat, also die Banden und so weiter. Also ich hatte selber mal vor Santos in Brasilien eine ganze Horde Krimineller an Bord und haben dann schon halt mit Sturmgewehren an Deck. Wollen wir natürlich vermeiden, so gut es geht. Also da hat man halt viel höhere Sicherheitsvorkehrungen. Da gucken auch die Behörden sehr doll drauf, was man in den Containern hat und so weiter. Mit mehreren Hunden, mit also irgendwie 30 Leute, die dann das ganze Schiff auf den Kopf stellen. Meistens sind es ja dann Narkotika, Kokain und Konsorten, die dann aus Südamerika irgendwie nach Nordamerika und Europa kommen. Wenn man da halt in Europa relativ easy rankommt, ja, irgendwie muss es halt gehen. Wir tun natürlich alles, damit das halt nicht passiert. Von daher ist das schon nicht ohne. Wie geil das einfach ist. Ein Basketballplatz unter Deck. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Komm, zieh durch! Jawohl. Na, geht doch! Hier ist das andere Ende vom Schiff. Hier am Eck ist es jetzt so, dass die Wellen halt unter das Schiff schlagen, deshalb alles ein bisschen wilder aussieht. So eine Windstärke 5, es baut sich so langsam auf. Es wird dann noch ein bisschen mehr werden. Also was denkst du, wie wird es in den nächsten Tagen sein? So eine 6, 7, vielleicht auch eine 8 wird es wohl werden. Okay. Krass. Während ich mich immer mehr an das... Was ist das Stärkste an Windstärke? 12 oder so? 10 oder 12? Ich glaube 12, oder? Windstärke. Chat weiß es doch. Chat, Windstärke. Windstärke! Warte. 12. 12 ist das Maximum. 12 ist Orkan. Was hat er eben gesagt? 7 bis 8? Ja, 8 ist stürmischer Wind. Naja, das ist stürmischer Wind. 60 bis 74 km/h. Wenn das Schiff gewöhne, wird die See immer rauer und die Wetterprognose sieht auch nicht sonderlich gut aus. Der Kapitän rechnet jetzt schon damit, dass unsere Reise einige Tage länger dauern wird. Was ich noch alles an Bord der Hanoi Express erleben werde, seht ihr nächste Woche im zweiten Teil. Heute ist der Wellengang richtig. Oh, will ich gar nicht sehen, was da so passiert jetzt noch. Das ist Vorschau, Anni. Will ich gar nicht sehen. Aber das ist heftig, ey. Cool, ich freue mich, dass er schlechtes Wetter kriegt. Da gibt es dann nächste Folge noch mal ein bisschen mehr Action. Geil, starkes Video wieder. Ich Bock drauf. Sehr, 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 sehr schön. Was der alles macht, der Mann, das ist verrückt. Nee, verrückt ist, dass es so wie da hoch ist, noch mal nach unten geht. Das ist für mich verrückt. Das ist, ja, schönes Video. Schaut bei Tomatolix vorbei. Immer wieder einen Gucker wert, Alter. Ja.